Heidiho, willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon Defenders 2. Hallo. Wir... Ja, hallo, Hallöchen. Das ist eine mega krass große Map. Aber schon ey, mega. Boah, Alter, ich dachte gerade, ich fall runter. What the fuck? Mal... Okay, man kann runterfallen. Achtung, Leute, passt auf. Gut, Lompi ist gestorben. Kann ich dafür wenigstens eine Errungenschaft freigeschalten. Oh, ich kann drüber fliegen, wie nice. Ein bisschen assi ist das aber schon. Aber gut. Ach cool, aber ich kann jetzt richtig schnell schießen. Jetzt bin ich ja richtig krasser Dude. Ja, du musst mal auf deine Waffe gucken. Da müsste dann unten links, beziehungsweise in dem gräulicheren Kasten, müsste ein Light oder sowas drin stehen. Penta oder sowas. Oder Speed oder sowas. Würde ich kurz sagen, soweit ich das jetzt gesehen habe, müssten wir hier unten verteidigen. Unten? Ja, Leitschilder, genau. Ich weiß gar nicht überhaupt, wo die ganzen Ausgänge, Eingänge sind von den Gegnern. Das sind immer die grauen, die merkwürdig grauen Dingens. Also eines unten rechts, dann oben rechts, in der Mitte sind vier grad, und oben links. Anderen Worten, Jörg stellt sich ans Mana, macht sich bereit und holt sich sein Mana. Haben wir denn jetzt überhaupt die Mana-Truhen? Das ist das Witzige. Nicht vergessen, ja, immer alle Mana mitnehmen. Nicht so wie ich das in der letzten Runde. So. Hast du was liegen lassen? Ich platziere einfach hier mal in der Mitte. Ja, hier kommen ja viele lang, da platziere ich hier in der oben, Mitte. Nicht hier oben, nicht da oben, nicht da oben. Wieso nicht hier? Was? Wo denn? Was nicht hier oben? Wo nicht hier oben? Die kommen ja alle hier an der Tür hin. Ach, warte, Moment. Sagen, machen wir hier und unter den... Eins, zwei, drei. Es sind nur drei? Es sind nur drei. Und schau mal unter den Treppen, da sind auch nochmal zwei, es sind fünf. Oh, shit. Okay, pass auf, ich platziere hier hinter den Treppen. Oder so. Ich hätte jetzt bei jedem Versuch Eingang ungefähr so ein oder zwei dieser Blockaden hingepackt. Und dahinter kommt dann halt das ganze Verteidigungsgelumpe. Beziehungsweise deins kommt halt davor. Ja, pass auf. Ne, meins kommt auch dahinter. Wenn ich den hier dahin tue. So hier. Beziehungsweise doch ganz davor. Jetzt konnte ich nicht platzieren, weil du deins da... Ich konnte meins auch nicht platzieren. Sorry. So. Jetzt platziere ich mir jetzt einfach direkt hier. Bloody, der Bock. Nein! Gut, oh, aber okay. Was? Ich hätte jetzt eigentlich erstmal zuerst hier überall meine Barrikaden gemacht und dass du dann hier quasi einen großen Baum hinpackst. Ach so. Und da drumherum dann alles. Ja, dann muss ich den hier nur gerade abbauen. Theoretisch würdest du jetzt eigentlich alles nochmal mit vollem Preis zurückbekommen. Stand ja jetzt noch keine Runde. Ja. Theoretisch ja, dann baue ich schon mal alles ab. Verkaufen 125. Dark, machst du auf der anderen Seite dann auch noch die Barrikaden oder soll ich die so halten? Bauen wir gerade deine Barrikaden auf. Ich hatte jetzt vor, überall meine Barrikaden erstmal aufzubauen. Wenn du ein bisschen was brauchst. Du wolltest euch hier in der Mitte dann quasi den Baum hier setzen, ne? Genau. Ich habe das komische Gefühl, dass hier definitiv dann auch noch Lufteinheiten kommen werden. Ja. Meinst du? Ja, meine ich. Okay. So, ich kann noch einen Turm oder eine Defense irgendwas platzieren. Noch Blitz. Oh, meine Blitzgeräte kann ich noch platzieren. Nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe noch zwei Punkte. Ein Eingang, der offen ist. Wenn du das da reinpackst, mittig. Oder du gibst mir jetzt fix das Mal, dass ich dort zumindest schon mal eine Barrikade reinpacken. Oh, warte mal. Ich habe hier alles bloody gesnackt, wie immer. Was? Was ist los? So, habt ihr jetzt. Ich hab dir alles gegeben. Also ich hab's jetzt so viel mal, dass ich sogar beide platzieren könnte. Ja, perfekt. Ja, nice. Oh, guck mal. Oh, Autobewegung. Hui. Er springt von allein. Ich bin der Mönch, der sich von allein bewegt. Das ist mein Spitzname. Also ich guck hier nach links. Nach Möglichkeit. So. Gehen die eigentlich weg, wenn ich die hier hinsetze? Hui, hui. Nö, gehen sie nicht. So, dann habe ich ja noch meinen Heilbrunnen vor uns. Okay, doki. Ah, sehr nice. Gut, dann ich wäre ready. Ich bin bereit. Ebbe breit. Was ist nicht das da? Ach, siedendes Öl, alles klar. Sieht auf der Minimap wieder auf einmal diese ganzen Horden kommen.
ist doch scheiße hier. Und aussaugen. Naja, kleinen Orkis. Ich hätte den einen sogar tatsächlich getroffen. Und den bekommt man sogar recht Mana. Das sehr. Achso, hier bist du. Hier haben die Fernkämpfer ein recht leichtes Spiel. Dass wir da vielleicht dann die Fernkampfangriffe. Oh. Heilung. Dass der da vielleicht. Huch, den Baum wollte ich ganz schnell bauen. Wieder. Boah, ich dachte schon, du wärst ein Gegner, der gerade über die Barrikaden springt, glaubt ihr. Nee, alles gut. Und da verrecken sie. So, teilweise kann ich mich mit Fernkämpfer so schon mal kümmern. So, dann kann ich das nochmal updaten. Geht nicht, braucht 275, auch nicht schlecht. Shit. Hier ist Geld. Money in the bank. So, wo haben wir jetzt? Jo, level up, man. GG. Haben wir jetzt hier irgendwo noch eine... Ach, hier ist noch eine Truhe. Bin mir unten. Ja, ob das hier so weit die Idee war, aber das sehe ich ja dann noch. Würdest du da den Baum nochmal updaten? Ja. Je besser dein Baum ist, desto besser ist es für uns. So höher kann ich nicht mehr. Gut, dann wäre als nächstes meine Barrikaden vielleicht zu upgraden. Übrigens erst upgraden, dann kannst du immer noch im Nachhinein reparieren, falls da noch was zu reparieren ist. Also das Upgrade sollte die Reparaturen gleich mit erledigen, soweit ich weiß. Nee, ich kann... hab nur noch 30. Okay, kann nichts updaten. Ich, wenn du mir die 30 gibst, habe ich dann wieder 50 zum Upgraden. Jo, hast du. Der ist schon mal geupgradet, dann haben wir hier schon mal... Ich bin sofort wieder da. Jo. Hier 5 Türme auf Stufe 2 von mir. Er hat natürlich seins geupgradet. natürlich. Kriegst zu wenig dafür. Aber dafür ist der Baum ist halt auf der höchsten Stufe, ne? Nee, ich meine, wenn du die HP jetzt verkaufen würdest, würdest du zu wenig dafür bekommen. Warte mal, der Monte, was? Achso, ich hab die Ability Mana nicht, okay. Deswegen geht das nicht. Ich hoffe mal, meine Skelette hier oben funktionieren. Ne, wo? Achso, ja, wird schon. Das wird schon. So, müssen wir einfach noch auf Lompi warten, dann können wir starten. Ja, können losgehen. Ach, da sind wir ja. Hui! Hier sind übrigens noch Sachen, die kaputt sind. Hm? Ach, hier sind wir alles noch. Alles reparieren wäre ganz gut, praktisch manchmal. Oh, die ganzen Items weg. Dann wird es. Nee, ich hab die Items aufgesammelt. Ach nee, der sammelt die ganzen Items automatisch auf. Bei mir stand ja, nämlich. Das kann man auch einstellen. Man kann Auto einsammeln einstellen und so. Bei mir stand nämlich gerade Auto Collector. Du kannst auch einstellen, was er einsammeln darf, was er nicht einsammeln darf. Ob nur das gute Zeug oder auch das schlechte. Huch, er hat sich gerade bei mir Gegner teleportiert, das ist ja interessant. Ihr kleinen Schlingel hier unten. Nee, das machen wir ja nicht. Tü.
Nur noch. Boah, ist das ein Gemetzel hier. Wow, sind hier viele. Das doch. Wow. Heilen. Huiuiui. Wave complete. Mission level complete. Level up. Oder? Ich bin Level 14 geworden, glaube ich, ja. Jo, ebenso. Items haben wir alles. Da steht zumindest hier nix. Was ist denn das? Hä, was sind das für Augen hier? Achso. Oh Mann. Huch, achso, ja, ich gehe da oben wieder zu meiner Truhe. Was haben wir denn da? Völlig egal. Ach, das sind die. Okay. Gut, dann gucken wir mal gerade. Es kommt ein Boss bei. Ja, der kommt hier, alles klar. Zwei Bosse kommen. Kann ich noch updaten? Ich platziere hier mal jetzt auch noch meine Flame Tower. Weil wir nicht wissen, wo der langläuft, platzieren wir den da. Upgrade. So. Kann ich hier von euch noch irgendwas upgraden? Bei mir? Meine Verteidigungswelle können geupgradet werden. Definitiv. Ich mach die mal alle auf Tier 1, soweit es geht. Drüben, auf der anderen Seite, sind noch nicht. Na doch, sind. Gut. Die habe ich nebenbei gemacht, gerade im Kampf. Hat jemand noch Punkte? Beziehungsweise braucht jemand noch Punkte auf 44? Nimm die gerne. Nee, tatsächlich wüsste ich jetzt nicht wofür. Wo bist denn du? Ach, da. Ich muss hier. Obwohl, den hier könnte ich vielleicht noch upgraden mit 100 Punkten, aber da fehlen mir 34. Na, ja, drauf geschissen. Das kriegen wir auch so gewuppt. Naja, blöd locker. Hm, passiert halt. Wie willst du machen? Squishy! Das. So. Also wir haben auf der linken Seite 41, dann... Ja, kann losgehen von mir aus. 48. Jo. Bin hier da, wo der eine Boss kommt, da bin ich hier vorne. Wenn er kommt, dann zünde ich hier mal das Öl, in der Hoffnung, dass das was bringt. Die Sterne muss ich schon mal zur Vorbereitung hinsetzen. Hier ist ja noch eine Truhe, die hat keiner aufgemacht hat, oder was? Ja. Nee, dachte ich, die wurde geöffnet. Nee, alles gut, kann losgehen. Ja, es muss nur noch Dark. Gerade noch am Reparieren, was da zu reparieren ist. Mit meinem letzten Rest. Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Das muss repariert werden. Guck mal, steh im Baum. Ja, los jetzt, auf. Entschuldigung, dauert das so lange. Sicherheit haben möchte. Weißt du, was das Schöne ist bei dem hier? Nee. Ich kann in der Luft meine ganzen Skills benutzen. So, bitte. Komplettphase. Red Value Towers? Klingt ja. Oh. Oh. Hallo, Dinosaurier? Hat irgendjemand hinten die Dinger noch unter Kontrolle? Ja, ich bin noch da. Okay. Allerdings weiß ich nicht, wie ich zuerst angreifen soll. Ja, dann geh ich mal zurück und helf dir. Große Dinosaurier. Die Feuer spucken. Doch. Doch. Exzellent. Der eine ist gleich tot, der andere muss jetzt gleich noch verarbeitet werden. Perfekt. Erster ist tot. Boss ist down. In 3, 2, 1. Ausgesaugt. Das ist dreimal die vorletzte Welle. Ich glaube, bei der letzten Welle werden dann aus hier für solche Dinger kommen. Achso, das ist die vorletzte Welle? Ja. Oh, das ist interessant. Das Krasse ist aber, dass wir 15 Minuten bereits in dieser Welle hängen.
meinst auch in dieser Map. Ja, ja, in der Map meine ich. Nicht Schwelle. Wir gehen halt taktischer voran als sonst. Ja, das ist richtig. Wave complete. Bildphase. Das können wir wieder erstellen. Yay! Level up 15, nice. Wyverns sind incoming, also Fluggegner. Das heißt, da, Lompi, du müsstest deine Luftabwehr aufbauen. Und zwar direkt hier am Anfang. Ah, ne, hast du schon, ne? Wir haben direkt am Anfang? Ich würde die am Ziel, würde ich die platzieren. Wieso Ziel? Hier, wo wir hin müssen. Weil der das Ziel ist von dem. Hier? Ja, ja, hier. Platzier die mal hier so mit. Hier im Brunnen, hier im Wasser mit. Was? Hier im Wasser mit. Ja. Noch eine Etage höher. Ja, wartet doch mal ab. So. Ja, genau, hier hin. Gleich. Achso, das war's schon. Ja. Ja, wir haben keinen Platz mehr, wir haben nur noch 10 Platz. Passt nicht mehr. Können wir nur noch upgraden und das sollten wir definitiv. Mir fehlen noch 17 zum Upgraden. Habt ihr schon die Kisten aufgemacht? Level 17. Die Kisten. Achso, ja, ja, hab ich schon. Meine Mana-Kisten habe ich schon aufgemacht, ja. Ich guck gerade wegen der Apparatur. Ups. Hey. Ne, ich kann nichts mehr machen. Barrieren. At full health. Na, den ganzen Stuff hier mal noch einsammeln, ha? Hm? Ja, schaut gut aus. Die Dinger sind auch at full health. Könnte recht witzig werden jetzt. Mit Vivans? Hatten wir auch noch nicht gehabt. Hatten wir auch noch nicht gehabt. Ach, sind das die einzigen Gegner jetzt? Nee. Nein, aber trotzdem. East Dock 44, Balkoni Tower 44, West Dock 65 und Gazebo Tower 65. Gazebo Skies R10. Ja, ja. Das sind die, die wir killen müssen, die Bosse sozusagen. Soll ich doch sagen, das ist einfach nur die Anzahl der Gegner, die da rauskommt. Ja, ja, müssen wir alle. Level 15, also regelrecht Boss. Wow. Ach, hier ist ein Portal. Oh. Das sind oh. Zwei Portale hier hinten. Ach du heilige Kacke. Okay, ich bleib hier hin. Den Weibern kriegen wir schon noch down. Oh, hier ist auch ein Portal. Oh, da kommen einfach Bomben raus. Ich spamme gerade die ganze Zeit meinen Fernangriff. Ich hoffe, das hat geholfen. Also ich kann definitiv nichts gegen die die Wyvern ausrichten. Gegen wen? Gegen die Wyvern, die Drachen, die hier rumfliegen. Fliegen Drachen rum? Ja, kleine, ja, Flammendrachen. Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Ja, mittlerweile down und der große Bossdrache ist auch schon down. Habe ich auch nicht gesehen. Wow. Nee, echt jetzt? Ich war aber überall, war ich mal auf der Suche nach nach irgendeinem Gegner, der mir mal die Stirn bieten kann. Ist da irgendwo was? Ach, da. Hey, die gehen durch das Portal. Ach, die gehen hier durch das Portal rein und kommen da auf der anderen Seite wieder raus. Nee, nee. Doch? Nein. Ich hab's gerade gesehen, wie die durch das Portal weg verschwunden sind. Okay. Mana holen. Währenddessen sammle ich mal allen Stuff ein, der hier rumliegt. Machen Sie das mal. Hurra! Wow, Victory! Piu, piu, piu! Victory! Aber was hat die denn damit zu tun? Die hat doch gar nichts gemacht. Oh, wir haben unlocked. Ich hab alles Geld. Das ist wieder durch. Oh Gott, ich hab meine Kiste aufmachen. Wupp. Was gibt der? Ach, kann ich schon gar nicht setzen wegen. Okay. Und die Kiste.
Was haben wir hier in der Kiste? Neues Totem. Money, 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 money! Hier was wir alles mitnehmen, angucken kann man sich das jetzt später noch. Korrekt. Aber ich habe, glaube ich, jetzt hier nichts mehr zum Einsammeln. Hat wenigstens meine Verteidigung was gebracht? Meine Luftverteidigung? Ja. Ja, die hat ja die ganzen normalen Drachen weggeklatscht. Ah, cool. Sonst wäre es ein bisschen schwierig. Während ich wie ein Verrückter alles, was ich habe, auf den Boss gespammt habe. Was ist denn das denn, eine Waffe? Oh, ich habe einen Monk für einen Mönch eine Waffe. Sogar zwei. Ja, ich will ja nichts sagen oder so, aber ich habe eine neue Barrikade bekommen. Ja, ich auch. Schon wieder? Man kann auch was schön mitnehmen. Wir haben doch alle Skills jetzt. Ja, ich habe jetzt gerade meinen letzten Skill bekommen. Also meinen letzten Tower gerade. Man kann die Waffen noch upgraden, sehe ich gerade, aber wie? Das kannst du, glaube ich, irgendwo in der Taverne machen. Mit Splittern, die wir dann auch noch im Laufe des Spiels bekommen. Okay. So, dann würde ich sagen. Ach nee, du machst die Upmode. Genau, richtig. Und zwar ist es jetzt doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Eine Map sind wir schon bei knapp 22 Minuten. Ja, perfekt. Also können wir uns merken, eine Map pro Runde. Wenn sie groß genug ist. Ich würde sagen. Ja, die werden nicht kleiner. Nee, das nicht. Das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, wir machen ca. 20 bis 25 Minuten Parts für Dungeon Defenders. Machen wir so eine Zeit aus und gucken dann, ob wir dann eine Map komplett schaffen oder. Also einen auf jeden Fall, aber ob wir dann zwei schaffen oder nicht. Auch jetzt ist die Zeit ziemlich knapp bemessen, wenn man es mal so betrachtet. Na gut. Auf jeden Fall wird dann die nächste Folge aus Lompis Sicht wieder rauskommen. Wir werden jetzt aber erstmal aufhören. Gucken jetzt noch ein bisschen den Stuff an. Werden ein bisschen umequippen und werden dann beim nächsten Mal wahrscheinlich ein bisschen stärker wieder dabei sein. Je nachdem, wenn wir mal zwischendurch ein bisschen was spielen. Und von meiner Seite aus würde ich dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder hören uns dann in der übernächsten. Ja. Dann würde ich sagen. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.